Und als nächster wird Peter Liese sprechen. Er ist Mitglied des Europaparlaments und beschäftigt sich auch da mit dem Thema Humangenetik. Frau Vorsitzende, meine lieben Parteifreundinnen und Parteifreunde, in dieser Debatte müssen wir beides berücksichtigen. Unsere Prinzipien und die konkrete Lebenssituation, das konkrete Leiden der Familien, die ein Risiko für ein krankes Kind haben. Seit über 20 Jahren arbeite ich mit diesen Familien. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben am Institut für Humangenetik und viele Familien mit schweren Konflikten kennengelernt. Ich habe in einer Kinderklinik gearbeitet, schwer kranke Kinder, die an genetischen Erkrankungen, genetisch verursachten Erkrankungen leiden, behandelt. Und ich bin jetzt als Europaabgeordneter für die Gesundheitspolitik unserer Fraktion verantwortlich. Und jede Woche kommen zu mir Familien, die zum Beispiel Kinder mit Mukoviszidose haben, dieser Schleimdrüsenerkrankung, die vor allen Dingen die Lunge schädigt, oder andere genetisch bedingte Erkrankungen. Und ich nehme das Leid dieser Familien sehr ernst. Es ist meine tägliche Arbeit, diesen Familien bestmöglich zu helfen. Aber mir geht es bei dieser Arbeit nicht darum, wie kann man menschliche Lebewesen, die ein Gen für eine Erkrankung haben, aussortieren, sondern mir geht es darum, wie kann man durch Forschung die Therapie verbessern und wie kann man lebenswürdige Rahmenbedingungen für diese Familien schaffen, um ihnen, auch das steht in unserem Grundsatzprogramm, das Ja zum Kind zu erleichtern. Und gerade das Thema Mukoviszidose, darüber habe ich letzte Woche sehr intensiv mit Patienten aus ganz Europa gesprochen, ist ein Beispiel dafür, dass man dieses Leid vorgeburtlich, genetisch nicht voraussagen kann. Bei mir in Brüssel in meinem Büro war eine Mutter mit erkrankten Kindern aus Litauen, die ringt darum, dass sie überhaupt eine Therapie für ihre Kinder bekommt und für andere Betroffene. Und in dem gleichen Gespräch war eine junge Rechtsanwältin aus Brüssel, die mit Mukoviszidose mit dem gleichen Gen geboren wurde und durch eine gute Forschung und eine gute Therapie so weit ist, dass sie ein fast normales Leben führen kann. Die Mukoviszidose ist eine der häufigsten Erkrankungen, die durch PID diagnostiziert wird in den Ländern, in denen sie zugelassen ist. Und ich sage, das Leid, das jemand hat, lässt sich durch diese Diagnostik überhaupt nicht voraussagen, sondern das hängt viel damit zusammen, wie die Gesellschaft mit diesen betroffenen Familien und den betroffenen Kindern hinterher umgeht. Und daran sollten wir arbeiten, meine Damen und Herren. Und nun kann man sagen, das eine schließt das andere ja nicht aus. Warum nicht die Methode anbieten und trotzdem dann, wenn sich Paare für ein Kind entscheiden, das Bestmögliche an Unterstützung geben? Die Erfahrung zeigt leider im Ausland und im Inland, dass das sich eben doch ausschließt. Dass die Frage gestellt wird, kann man das heute nicht vermeiden? Von Verwandten, von Eltern, vom Partner und leider auch von meinen Berufskollegen, von den Ärzten. Es sollte nicht sein, aber durch das ärztliche Haftungsrecht sind wir da auch schon in eine Schieflage gekommen. Und ich habe einen ganz schlimmen Fall von meinem früheren Chefarzt geschildert bekommen. Das zweithäufigste, was diagnostiziert wird im Ausland neben der Mukoviszidose, ist das Down-Syndrom. Und mein Chefarzt hat mir geschildert, dass der medizinische Dienst einer Krankenkasse zu einer Familie gekommen ist, die Hilfen beantragt hat für ein Kind mit Down-Syndrom, den sogenannten Mongoloismus. Und die erste Frage, die dieser Arzt vom medizinischen Dienst gestellt hat, war: Warum haben Sie nicht vorgeburtliche Untersuchung in Anspruch genommen und das Kind abtreiben lassen? Das ist Gott sei Dank noch eine Ausnahme, aber das Denken ist leider vielfach verbreitet in unserer Gesellschaft. Und auch das sollten wir im Hinterkopf haben. Und dann sind wir bei den engen Grenzen. Wir hören dieses Wort enge Grenzen in jeder Debatte und in den Nachrichten, wenn nur
10 Sekunden Zeit ist für die Meldung. Dann wird gesagt, die Befürworter sprechen sich für enge Grenzen aus. Aber wie sind denn diese engen Grenzen definiert? Keiner hat eine klare Definition dafür, was ist eine schwerwiegende Krankheit und was ist keine schwerwiegende Krankheit. Und ist jetzt Mukoviszidose eine schwerwiegende Krankheit? Ist Down-Syndrom eine schwerwiegende Erkrankung? Ich möchte, dass sich einer hier ans Rednerpult und, stellt und sagt, Mukoviszidose ja oder nein, Down-Syndrom ja oder nein. Da wissen wir, worüber wir reden. Schwerwiegende Erkrankungen. Das ist immer subjektiv. Und natürlich ist es für Eltern auch ein Schock, wenn sie erfahren, mein Kind hat ein Risiko für Brustkrebs. Das ist nicht sicher, dass die Krankheit auftritt, aber die Erkrankung ist wahrscheinlicher als bei anderen Kindern. Das wird im Ausland gemacht. Und mit der Definition, die uns heute vorliegt, schwerwiegende genetisch bedingte Erkrankung, kann man das machen. Und ich habe vor einigen Tagen im Deutschen Ärzteblatt gelesen, dass wir über die Genetik des Herzinfarkts immer mehr lernen. Wo ist denn da die Grenze? Bei Brustkrebs geht es um eine Wahrscheinlichkeit von 90% für eine Erkrankung im Vergleich zu einer Durchschnittswahrscheinlichkeit von 10%. Wäre jetzt 80-20 noch akzeptabel, 50-50? Diesen Grenzen müssen wir alle beschreiben und im Ausland wird leider sehr, sehr viel gemacht. Und alle sprechen von engen Grenzen. Ich habe noch keinen Briten gesprochen, keinen Spanier, keinen Belgier, der nicht gesagt hat, wir machen das ja nur in engen Grenzen. Aber keiner beschreibt es und keiner sagt, da hören die engen Grenzen dann auch für mich auf. Und da haben wir ein Problem. Deswegen hat Frau Merkel recht, das kann man nicht. Das Schwierigste an der Debatte, das sehe ich sehr wohl, das Schwierigste ist dieser zumindest teilweise vorhandene Wertungswiderspruch zwischen der Praxis der Abtreibung und der Diskussion über Präimplantationsdiagnostik. Ich glaube, man kann es sich dabei nicht einfach machen. Man muss anerkennen, und das hat auch Frau Merkel in ihrer Rede gestern getan, dass wir auch bei der Abtreibung ein Problem haben. Es ist nicht so, dass wir hier keinen Handlungsbedarf haben. Aber trotzdem, die einfache Rechnung, wir lassen PID zu und dann haben wir weniger Abtreibung, die stimmt nicht, meine Damen und Herren. Die internationalen Statistiken sagen, dass wir sogar sehr viele Abtreibungen aus medizinischer Indikation nach PID haben. Die Paare machen erst PID und dann kommt es trotzdem noch zur Abtreibung. Woran liegt das? Die PID ist eine sehr unsichere Methode. Viele Erkrankungen werden nicht festgestellt. Und da sich diese Paare aber so sehnlich ein gesundes Kind wünschen, wird auch eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht. Und es kommt auch noch zu Abtreibungen nach dem dritten Monat. Das sind leider die medizinischen Fakten. Die Rechnung PID zulassen, dann haben wir diese Abtreibung nicht mehr. Die geht leider nicht auf. Und deswegen sollten wir dieses Argument auch nicht benutzen. Und wir müssen doch auf die Rechtslage hinweisen. Es ist nicht so, dass wir eine Rechtslage haben, die sagt, wenn ein Kind behindert ist, wird abgetrieben. Es gibt keine eugenische Indikation. Die Krankheit des Kindes alleine darf nicht zur Abtreibung führen, sondern nur eine medizinische Indikation, wo man sagt, die Frau schafft es nicht. Es geht sogar darum, dass man über eine schwerwiegende zukünftige psychologische Notlage spricht. Das heißt im Grunde, die Gefahr, dass diese Frau sich umbringt, weil sie ein behindertes Kind bekommt. Das war damals die Rechtskonstruktion, mit der man diese Möglichkeit zugelassen hat. In der Praxis ist es so, dass Frauen sich wehren müssen. Und ich kenne das aus der Praxis. Die Frauen müssen sich wehren, wenn sie keine Pränataldiagnostik in Anspruch nehmen wollen. Die Praxis ist falsch, die Rechtslage ist ganz anders. Wir müssen Frauen unterstützen, die sich für das Kind entscheiden, auch in einem solchen Konfliktfall. Und da haben wir auch alle von engen Grenzen gesprochen und von schwierigen Konfliktlagen und von Ausnahmesituationen. Wer sagt uns denn, wie kommen wir denn dazu, zu glauben, dass wir da von engen Grenzen gesprochen haben und jetzt müssen sich die Frauen wehren, wenn sie es nicht machen wollen. Und jetzt machen wir das nächste Tor auf mit der Begründung, wir reden doch nur über enge Grenzen. Ich glaube, auch da bietet unser Grundsatzprogramm die richtige Antwort. Abtreibung ist eine andere Konfliktsituation und deswegen, das hat Regina Görner gesagt, ist das Strafrecht
in den meisten Fällen nicht das richtige Mittel. Deswegen muss man anders damit umgehen. Aber wir finden uns nicht ab, steht in unserem Grundsatzprogramm. Wir finden uns nicht ab mit den hohen Zahlen der Abtreibung und vor allen Dingen nicht mit den Spätabtreibungen. Ich habe große Anerkennung für alle in der Bundestagsfraktion, die kleine Schritte im Sinne unseres Grundsatzprogramms auf diesem Weg gegangen sind. Wenn wir heute sagen, weil wir die hohen Spätabtreibungszahlen haben, lassen wir die nächste Technologie zu, obwohl wir wissen, dass wir das Problem damit gar nicht lösen, das zeigt die Praxis im Ausland, dann verletzen wir unser Grundsatzprogramm nicht nur an der einen Stelle bei PID und bei der Frage, wann beginnt das menschliche Leben, da haben wir nämlich klare Aussagen gemacht, dann finden wir uns auch ab mit den hohen Abtreibungszahlen, weil wir das als Begründung nehmen für die Zulassung von PID. Wir verletzen unser Grundsatzprogramm dann nicht nur einmal, sondern dreimal, meine Damen und Herren. Und es gibt diese Alternativen, das ist jetzt zweimal gesagt worden, aber weil es medizinisch fachlich so schwierig ist, möchte ich es nochmal sagen. Gerade die Erkrankung, die Katharina Reiche genannt hat, Muskeldystrophie, ist ein Beispiel für die über 90% der Risiken, die ich mit einer Untersuchung der Eizelle auch ausschließen kann. Und das ist ethisch etwas anderes, ob ich es vor der Befruchtung mache oder nach Abschluss der Befruchtung. Und wir haben, das ist auch ein Fortschritt, wir haben durch die engen Grenzen in Deutschland und anderen Ländern wie Italien Forscher, die diese Methode immer weiter verbessern. Und es gibt gerade Neuigkeiten von der Universität Bonn, dass die Polkörperchendiagnostik in vielen Fällen möglich ist und viel besser möglich ist, als wir das in der Vergangenheit überhaupt ahnen konnten. Und das sollte man doch auch bei der Debatte nicht außer Acht lassen. Meine Damen und Herren, viele Dinge sind sehr kompliziert. Und ich kann das sehr gut verstehen, dass sich viele Delegierte schwer tun, dass vor allen Dingen Nichtmediziner sich hier schwer tun, diese ganzen medizinischen Fakten zu verstehen. Aber gerade als Arzt, gerade als jemand, der sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt hat, sage ich, wir dürfen dieses Thema nicht den Experten überlassen. Deswegen müssen wir auch schnell entscheiden, denn wenn wir nicht schnell entscheiden, werden Fakten geschaffen. Es laufen schon die Ausschreibungen, dass diese Zentren in Deutschland jetzt im großen Stile eingeführt werden. Und man muss kein Mediziner sein, um zu erkennen, dass wir ein Problem haben und dass die Menschen zu Recht fragen, was gilt denn bei euch noch, wenn ihr 2007 nach langer Debatte, es hat sich wissenschaftlich nichts geändert seit 2007 und wir hatten eine sehr intensive Debatte, dann schreiben wir in unser Grundsatzprogramm, wir sind dagegen. Wenn aus unserem Grundsatzprogramm konkrete Handlungen folgen, dann soll das auf einmal nicht mehr gelten. Meine Damen und Herren, was gilt denn dann noch? Ich bin für die Variante 2. Wir sollten für ein Verbot der PID eintreten im Sinne unseres Grundsatzprogramms. Peter Liese, Abgeordneter im Europaparlament, hat hier seine Redezeit, die offen ist, sehr weit ausgeschöpft. Und er ist auch der Erste, der vom Tonfall her hin und wieder ein wenig schärfer in diese Diskussion, die ansonsten sehr ruhig und sachlich verläuft, hereingebracht. Jetzt erwarten